Hallo und herzlich willkommen heute mal nicht im Wald. Wetter ist zu schlecht, zu viel Wind, zu viel Regen, beziehungsweise wenn ich meine windgeschützte Stelle gefunden habe, dann gibt es zu viel Regen und das will ich meiner Kamera nicht antun, daher ausnahmsweise mal indoor heute. Ich versuche mich heute mal in einem kurzen Video und zwar zu meinem EDC Everyday Carry, in meinem Fall ein kleines Säckchen. Kann man dann so entsprechend zusammenpacken und das habe ich wirklich jeden Tag dabei, das passt nämlich in die Hosentasche. Ich habe noch ein zweites für den Rucksack, das ist ein bisschen größer und dazu kommen wir dann später. Und damit kommen wir dann zu meinem EDC-Säckchen, also das ist wirklich nur dieses kleine Säcklein. Irgendwann besorge ich mir auch mal ein wasserdichtes Säcklein, das ist jetzt so nicht wasserdicht, wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Das wird. Jo, was ist da drin? Im Prinzip das aller nötigste, dass man das auch wirklich täglich dabei haben kann. Und dass das Ganze jetzt hier ein bisschen dreckig ist und so weiter, das gehört halt eben dazu, wenn es sich um Waldzubehör handelt. Und alle Sachen, die hier drin sind, werden auch entsprechend benutzt. Also Birkenrinde als Zunder, jede Menge davon. Das reicht für zwei, drei Feuerchen ungefähr. Dann habe ich ein paar Maya-Sticks. Die kennt man auch. Das ist jetzt nichts Besonderes. Habt ihr garantiert alle schon mal gesehen. Upp. Ein ganz kleines Opinel, das ist das Opinel Nummer 6, 6 cm Klingenlänge. Das kleinste, was es noch gibt, das einen Drehring besitzt und damit eine arretierende Klinge hat. Das noch kleinere hätte 4 cm Klingenlänge, aber das ist dann nicht mehr feststehend. Und das ist mir dann einfach zu unsicher zum Hantieren. Ich habe auch hier wieder ein kleines bisschen am Griff diese Ecke abgeschliffen. Das kennt man auch von meinem alten Opinel. Und ja, ansonsten halt sehr klein, handlich. Kann man immer dabei haben. Passt noch so gerade eben halbwegs brauchbar in meine Hand. Also viel kleiner wäre auch unnötig. Ja, eben diese Maya-Sticks, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Damit kann man dann ganz, ganz feine Spänchen entsprechend zusammenschnitzen. Und diese lassen sich dann ganz gut mit dem Fire-Steel entzünden, der da liegt. Hier. Das ist jetzt der große, weil wie gesagt, ich benutze den auch und habe deshalb keinen besonders kleinen dabei. Wäre ja Blödsinn, weil der wäre dann relativ schnell weg. Funktioniert ganz gut mit diesem Messer. Weiß jetzt nicht, ob man das im Video einigermaßen erkennen kann. Ich will jetzt auch nicht zu viele Funken produzieren, weil wir einen Rauchmelder an der Decke haben. Aber das funktioniert auf jeden Fall mit dem Opinel sehr gut. Auch im geschlossenen Zustand. Und ja, Birkenrinde ist wie gesagt als Zunder, günstiger Zunder, findet man ja überall am Baum. Dann habe ich noch zwei Stückchen Paracord, das ist im Wesentlichen, um irgendwelche Sachen irgendwo anders dran festzubinden. Sollte dann tatsächlich mal eine Angelleine und so ähnliches notwendig sein, kann man es ja immer noch auseinandernehmen und die Seelen, die innen drin sind, verwenden. Hier ist der Knoten aufgegangen, sehe ich gerade. Also wie gesagt, das wird verwendet, das ist alles Benutzungs. Krempel und theoretisch befindet sich auch noch irgendwo. Und noch ein Special Item ist dieses Ding hier. Das ist so ein super Zunder in Anführungszeichen. Die kosten auch relativ viel Geld, 50 Cent pro Stück. Extra feine Wollfäden, ich glaube ein Viertel so dick wie ein menschliches Haar. Ist wirklich beim kleinsten Funken zu entzünden und brennt dann bis zu 2 Minuten. Also mindestens eine bis 2 Minuten. Also wenn man damit kein Feuer in Gang kriegt, dann weiß ich auch nicht. Der Transport im Säckchen ist von daher Absicht, weil sich das Säckchen dann eigentlich ganz gut in der Hosentasche auch anfühlt und nicht so störend ist wie jetzt irgendeine Box oder ähnliches. Das lässt sich also wirklich quasi wie der Geldbeutel ohne weiteres in der Nicht-Geldbeutel-Hosentasche transportieren. Also ich habe das genau wie Schlüssel, Handy und ähnliches wirklich immer in der Hosentasche für den Fall, dass ich mal auf die Idee komme, mir spontan ein kleines Feuerchen anzünden zu wollen. Und sollte es mal nass werden, Firesteel funktioniert ja bekanntlich auch im nassen Zustand. Das Opinel ist so sehr eingewachst und eingeölt und eingefettet, dass es eben nicht aufquillt, wenn es nass wird, jedenfalls nicht so schnell und das Ganze ist eigentlich recht praktikabel. Wenn ich dann allerdings noch zusätzlich einen Rucksack dabei habe, was eigentlich auch fast immer der Fall ist, also so der tägliche Rucksack sozusagen, dann ist hier noch diese Dose drin. Diese Dose besteht erstmal aus dieser Dose. Da habe ich so eine Rebschnur drum gewickelt, weil man braucht nicht immer Paracord. Es darf auch mal durchaus eine etwas andere, etwas dickere Schnur. Jo, also die ist da erstens dran, damit das Ganze schön zubleibt und zweitens, damit man sie dabei hat. Das ist jetzt keine besonders super tolle Wicklung, das ist einfach nur irgendwie drum gewickelt.
Und in besagter Dose ist jetzt einmal der Deckel. Der fungiert theoretisch als Bratpfanne, auch wenn ich irgendwann mir mal die Mühe machen muss, hier diesen Klebestreifen abzukratzen, der ursprünglich mal noch drin war. Kann man eben als Bratpfanne benutzen. Spiegeln tut er jetzt, naja, also Signalspiegel-Eigenschaften ist dann bei diesem gebürsteten Aluminium eher weniger gegeben. Vielleicht besorge ich mir da irgendwann noch mal eine bessere Dose, bei der das der Fall wäre. Man kann sowas auch kaufen, ich sehe aber nicht ein, dafür Geld auszugeben. Jo, dann sind da die obligatorischen Kondome drin. Primär jetzt für mich als Wasserbehälter, sekundär als Gummi zum Zwillen bzw. Schleudertbau. Ja, also das sind so die beiden Hauptfunktionen. Man kann die natürlich ja auch noch für was anderes benutzen. Man weiß ja nie, ob das nicht mal sinnvoll ist. Davon 3 Stück, das variiert. Die Anzahl variiert je nachdem, was ich noch sonst drin habe. Die sind quasi Füllmaterial, damit es dann da drin nicht wackelt. Dann habe ich hier 2x Paracord. Das Übliche, das Gleiche wie, also Paracord habe ich insgesamt immer ziemlich viel dabei. Wer es noch nicht gemerkt haben sollte, es hängt auch welches an meinem Hut. Jo, das hier ist ein ganz nützliches Item, das ich jetzt mit mir rumschleppe, seit ich mal mehrere Stunden lang nachts mein Lager gesucht habe, weil ich es tagsüber aufgebaut habe und dann nachts nicht wiedergefunden habe, weil keinerlei Markierung hinterlassen und ähnlichem. Der Plan ist, in Zukunft sowas hier ans Bäumchen übers Lager zu hängen und dann zu hoffen, dass es deutlich genug leuchtet, dass man das Lager wiederfindet. Das ist ein fluoreszierendes... ja, Röhrchen. Was da jetzt genau drin ist, habe ich keine Ahnung. Wie das chemisch gesehen genau funktioniert, ja, wird jetzt zu weit führen. Und jedenfalls, wenn man es anleuchtet, beziehungsweise im Hellen liegen lässt und es dann schlagartig dunkel wird, dann leuchtet das noch ewig lange zumindest so sehr nach, dass man es im stockdunklen Wald sehr gut sieht. Man kann es auch mit der Taschenlampe direkt anstrahlen, dann leuchtet es für ungefähr 5 Minuten oder so so stark, dass man es zum Lesen oder in völliger Dunkelheit tatsächlich sogar um den Boden erkennen zu können und so weiter benutzen kann. Also erstaunlich hell, diese Dinger. Hätte ich echt nicht gedacht, dass die so toll sind. Kostet 5 Euro, gibt's bei Globetrotter. Für etwas mehr Licht, beziehungsweise um es nicht am Lager zu lassen, habe ich diese Not-Stirnlampe. Die wird normalerweise auch mit einem kleinen Döschen, wo man sie reinmachen kann, geliefert. Hat die großartigen Modi. Einmal hell, einmal nicht ganz so hell. Und jetzt ist natürlich der Autofokus am Arsch. Aber ja, das gibt es auch noch als Rotlicht, so das übliche Zeug. Sie kann, glaube ich, auch in irgendeiner Form blinken. Ja, bingo. Ja, ganz nützliches Ding. Batterien halten nicht ewig, sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten, aber dafür ist die halt wirklich winzig klein, wie gar nichts und enthält quasi am Ende von ihrer Schnur noch eine Pfeife. Die nicht besonders laut ist. Naja, doch, funktioniert. Bisschen Draht zur Reparatur, zum Bau von dem Hobokocher, wenn ich irgendwo eine alte Dose finde. Man kann den halt super übers Feuer hängen. Sonstiges Zeug, was man übers Feuer hängen möchte. Man kann da auch theoretisch Fallen draus bauen. Natürlich jetzt wirklich nur theoretisch oder halt eben zu Trainingszwecken. Ja, mit Draht kann man alles Mögliche praktische machen. Auch irgendwas reparieren, sich irgendwelche Tragevorrichtungen bauen und so weiter und so fort. Das ist meine Dose mit wechselndem Inhalt. Da ist meistens irgendein Tee drin, Gemüsebrühe, aktuell, weil ich neulich irgendwelchen Milchreis dabei hatte. Zucker- und Zimtmischung. Aber das variiert. Natürlich braucht man das nicht unbedingt. Das ist jetzt mehr so ein kleines Gimmick zum Wohlfühlen. Und ist ganz witzig, wenn man dann einfach mal sich zwischendurch mal einen Tee machen kann. Theoretisch auch in dieser Dose. Das obligatorische Schweizer Taschenmesser. Ich bevorzuge die Variante, die relativ dünn ist und nicht 7.394 Funktionen hat. Ein Korkenzieher, den braucht man ja im Alltag dann doch durchaus ab und zu mal. Deshalb finde ich den schon ganz praktisch, ehrlich gesagt. Zumal die Alternative in einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher besteht. Schrauben habe ich im Wald selten gefunden. Hingegen eine Flasche Wein mal dabei haben. Hat was. Man ist ja nicht immer alleine im Wald, ne? Mit der Liebsten und Ähnlichem. Sehr praktisch ist so eine Ahle, insbesondere wenn sie dann noch ein Loch hat, um damit was zu nähen. Mit dem Ding habe ich schon relativ viel gearbeitet, insbesondere wenn man irgendwelche Löcher ins Holz haben will und Ähnliches. Zum Beispiel hier dieses Ding hier ist damit entstanden.
Und dann natürlich die obligatorische kleine Klinge, die auch super zum Schnitzen geeignet ist, wenn man die entsprechend scharf schleift. Muss ich mal demnächst mal wieder machen. Ist das ein super Schnitzmesser. Ganz hervorragend. Die hier taugt dann auch schon wieder für etwas gröbere Schnitzereien. Eigentlich würde ja die kleine reichen. Also die große ist eher unnötiger als die kleine. Der obligatorische Schraubenzieher. Hier ist auch noch so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich habe das noch nie benutzt, Kapselhebel, glaube ich. Man kann natürlich auch Bierflaschen natürlich aufmachen. Dafür gibt es auch 7000 andere Möglichkeiten. Ich weiß, ich persönlich bin kein Biertrinker, ich trinke lieber Wein, deshalb der Korkenzieher. Ne? Ein Dosenöffner, den habe ich auch schon ganz häufig benutzt. Den benutze ich sogar zu, privat zu Hause relativ häufig. Oder halt einen, der an anderen Messern ist. Ich habe gar keinen anderen Dosenöffner. Funktioniert super. Also da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Und man macht sein Messer nicht kaputt, wenn man die Dose mit dem Messer aufmachen möchte. So, dann habe ich einen Kompass-Karabiner. Erstens, damit ich einen Karabiner habe. Zweitens, damit ich einen Kompass habe. Ist natürlich nicht der beste Kompass. Dauert ewig, bis er rausfindet, wo Norden ist. Aber immerhin stimmt sogar. Das obligatorische Feuerzeug. Natürlich nicht mit Pizzozündung, sondern mit dem üblichen Schleifstein. Ja, kann man ja auch alles Mögliche mitmachen. Selbst wenn es leer ist, kann man ja den Zündstein, oh Gott, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls kann man da mit diesem kleinen Feuerstein, ja, jetzt, der da drin ist, auch noch super Taschentücher zum Brennen bringen. Zu diesem Zweck ein Taschentuch. Zum Feuer machen und als Emergency Klopapier. Wenn man im Wald war und kein Klopapier hatte und es versucht hat, mit einem möglichen Laub als Alternative zu verwenden, weiß, dass so ein bisschen Emergency-Klopapier sehr komfortabel ist. Man hat nicht überall Rentierflechte. Rentierflechte ist ein super Klopapier. Gibt es aber leider in Deutschland nur ganz selten, wenn überhaupt. Das sind zwei Koffeintabletten. Die brauche ich, wenn ich einzuschlafen drohe. Wenn man die nimmt, findet man aus dem Wald definitiv auch wieder raus, auch wenn es nachts um was weiß ich wie viel ist. Und wenn einfach nochmal ein bisschen Power nötig ist zum Rumlaufen, vertreibt Müdigkeit. Ist nicht so, dass das jetzt irgendwie Energie mobilisiert, die sonst nicht da wäre. Vertreibt bloß Müdigkeit. Aber gut, Koffein kennt man, ne? So, sorry, inzwischen wurde ich gerade mal kurz gestört. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin, aber ich gucke einfach mal, was noch in der Dose ist und mache dann da halt weiter. Ja, viel ist es auch nicht mehr. Hier haben wir noch eine Tüte. Erstens mal ist das eine Tüte, weil es eine Tüte ist. Eine Tüte kann man immer gebrauchen. Und zweitens sind da, die man auch schon aus dem Hosentaschenbeutel kennt, diese Superzünder drin. Davon nochmal drei Stück. Wenn man, wie gesagt, mit denen kein Feuer in Gang kriegt, dann weiß ich auch nicht. Also die brennen wie Zunder. Haha. Das ist mein Miniatur-Angelset. Da sind einfach ein paar Haken, zweimal Blei, ganz kleines bisschen Angelschnur drin. Auch eine Verwendung für den Draht, übrigens als Vorfach beim Angelhaken, wenn man es mit Fischen zu tun hat, die tatsächlich eine Schnur durchbeißen können. Ein ganz kleines bisschen Panzertape. Wie heißt es so schön? Panzertape ist wie die Macht. Es hat eine helle und eine dunkle Seite und es hält das Universum zusammen. Auch hier wieder nochmal ein kleiner Maya-Stick, also eben im Prinzip nochmal fast dasselbe wie im anderen Beutelchen, aber man kann davon durchaus noch ein bisschen Vorrat gebrauchen. Und die beiden Pakete sollen ja voneinander auch unabhängig sein. Das heißt, ich kann mit diesem hier Feuer machen, habe hier auch nochmal ein bisschen Zunder drin, kann das aber auch mit dem anderen. Und auch hier ist ja nochmal ein Messer drin, nämlich, wo liegt's? Da. Und das hier ist der berühmte Magnesium-Feuerstarter. Fast jeder hat so einen Scheißding. Man kann theoretisch mit dem Messer hier Magnesiumspäne abschaben, was ziemlich schwer nur geht, das Messer dann schön stumpf macht und man braucht von denen einen ganzen Haufen, bis man damit wirklich ein Feuer in Gang kriegt. Ich habe den da drin, weil ich irgendwann mal lernen möchte, mit dem umzugehen, und hier auf der Rückseite ist theoretisch auch ein Feuerstil, allerdings halt eben kein besonders toller. Die Dose selber ist eben noch ein Kochtopf. Wenn man sie schön sauber macht, wo jetzt diese Schraube herkommt, muss ich noch rausfinden. Und das war's. Jo, also ich denke, das Wesentliche ist drin in meinem Paketchen. Wüsste jetzt nicht, dass irgendwas fehlt. Wasser in Keimungstabletten habe ich absichtlich keine dabei, weil ich da in meiner Dose was abkochen kann. Des Weiteren bilde ich mir ein, dass ich meistens bisher immer noch trinkbares Wasser gefunden habe unterwegs. Und man kann sich auch noch irgendwie einen Wasserfilter improvisieren. Da gibt es diverse Möglichkeiten, beziehungsweise das geht halt eben auch, wenn man einfach nur so eine Tüte hat. Da braucht man gar nicht irgendwie eine Flasche oder sonst was.
Man kann das sogar theoretisch im Kondom machen, das ist aber halt eben verletzungsanfällig und relativ schnell kaputt. Aber ja, also ich wüsste nicht, dass irgendwie was fehlt. Wenn ihr eine Idee habt, was tatsächlich doch noch fehlt, was absolut überlebensnotwendig ist, bitte gerne her damit. Und wenn ihr was daran auszusetzen habt, dass ich eine Dose mit Zucker und Zimt dabei habe, dürft ihr auch gerne meckern. Natürlich braucht man die nicht wirklich. Und ja, viel mehr fällt mir da nicht ein. Wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dann geht es auch mit der Wildschweingeschichte weiter. Das scheitert jetzt eben gerade am schlechten Wetter. Eigentlich wollte ich das schon deutlich früher gemacht haben, aber man hat ja auch noch anderes zu tun. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss.